Den ersten sage ich schon mal Hallo. Schön, dass ihr da seid, auch heute Abend. Bei einem sehr spannenden Thema. Heute geht es um Zinsen, um den Zinseszinseffekt und den manche ja das achte Weltwunder nennen oder es zumindest kolportieren, dass es als achtes Weltwunder benannt wird. Und über den Zinseszinseffekt und über die Inflation, denn das gehört meiner Meinung nach alles zusammen. So, nach einem langen Tag beschäftigen wir uns mit Zinseszins und der Inflation. Das ist etwas, wenn ihr euch mit Geld beschäftigt, wenn ihr anlegen wollt oder auch ganz normal, wenn ihr Geld auf dem Sparkonto haben möchtet und wollt, gehört es dazu, dass ihr die Zusammenhänge zwischen Zinseszinseffekt und Inflation, dass ihr die kennt, wie das mit dem Vermögensaufbau zusammenhängt. Das ist Finanzwissen, das ist wirklich Basisfinanzwissen. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass wenn ihr euch mit dem Zinseszinseffekt und auch der Inflation beschäftigt, manchmal versteht man das nicht sofort alles gleich. Manche Dinge brauchen auch, bis sie sich im Kopf zusammensetzen. Und wenn ihr das Gefühl habt beim Zins- oder Zinseszinseffekt, ihr versteht das nicht sofort, auch wenn ihr das irgendwo lest, lasst nicht locker, lest es euch nochmal durch, versucht es euch zu durchdenken, denn das zu verstehen ist extrem wichtig. Vor allen Dingen den Zinseszinseffekt zu verstehen, aber auch zu verstehen, ich winke euch auch zu und sende euch Herzens, dass es verschiedene Zinsen gibt. Es gibt nämlich einen realen Zins und einen nominalen Zins. Zuerst möchte ich euch aber erzählen, was ist eigentlich ein Zins? Liegt eigentlich auf der Hand. Wir Ökonomen sagen, der Zins ist der Preis des Geldes, also der Preis, für den wir uns tatsächlich von jemand anderen Geld leihen. Das wurde irgendwann mal so eingeführt, das hätte man natürlich nicht so machen müssen. Also wir müssten eigentlich keinen Preis für Geld haben, aber die Menschen haben irgendwann mal diesen Zins erfunden. Und der Zins ist eigentlich auch ein Maß für Risiko. Na? Also wenn einer von euch sich jetzt unbedingt Geld bei mir leihen möchte und möchte ein Haus bauen, hat aber viele Schulden und eigentlich kein gutes Einkommen, würde ich von demjenigen definitiv einen hohen Zins verlangen, damit ich irgendwie entschädigt werde für das Risiko, das ich eingehe, dass er oder sie Geld von mir bekommt und es eventuell nicht zurückzahlt. Na, das ist der Preis, auch für das Risiko, dass derjenige eingeht, der das Geld verleiht. Wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, und wir haben ja Nullzins von, also die Banken können sich ja zum Nullzins, also gratis bei der Zentralbank Zentralbankgeld leihen, hat diese Komponente ist komplett raus aus dem Zins. Und wenn wir uns überlegen, dass die Banken heute Zinsen für Hypotheken vergeben von 0,81% für Immobilien, die früher zu viel höheren Zinssätzen quasi auch Hypotheken drauf hatten, sieht man heute, dass diese Komponente raus ist aus dem Zins. Und das ist eine Situation, die wir so wirklich noch nicht hatten. Jahrelange Nullzinslinie und im Grunde einen Zins, der die Risikoeffekte, das Risiko des Geldverleihens nicht mehr widerspiegelt. Ist ein Problem, soll aber jetzt nicht unser Problem sein, was ich euch erzählen möchte, aber ich wollte nur, dass ihr es nochmal wisst, ne? Also, Zins, den wir heute auf unseren Konten gar nicht mehr haben, Preis für das Überlassen des Geldes oder den wir natürlich dann an die Bank zahlen, weil wir uns Geld leihen. So, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem realen Zins und einem nominalen Zins? Ich frage mal bei euch in die Runde, wenn ihr nicht wisst, was der Unterschied ist, könnt ihr mir mal einen Daumen runter geben? Und wer weiß, was der Unterschied ist, den Daumen hoch. Weil diesen Effekt müsst ihr unbedingt kennen. Weil wenn ihr den nicht kennt, unterliegt ihr einer Illusion. Und die möchte ich, dass ihr die nicht habt, weil die ist erheblich für euren Umgang mit Geld und euren Vermögensaufbau. Also, wer weiß, was der Unterschied zwischen nominalen und realen Zins sind? Wer keine Ahnung hat, so. Und wer Ahnung hat, so. Zwei große Augen sind auch schon mal cool, okay? Investments for Life sagt nein, kennt den Unterschied nicht. Ja? Okay, schon mal einer, auch nicht? Okay.
Das verwundert euch nicht, das verwundert mich nicht und das muss euch jetzt auch nicht irgendwie, Heiko, ja, hat dann Damm zu, das muss euch auch jetzt nicht aus der Bahn werfen oder sagen, oh, ich bin blöd. Nein, der nominale Zins ist der Zins, den quasi ihr an die Bank zahlt, ne? Oder die Bank an euch zahlt. Zurzeit auf einem normalen Konto, was kriegt ihr? 0,01% an Guthabenzinsen. Das ist der nominale Zins, also der Wert des Zinses, wie er quasi auf dem Papier steht. Der reale Zins aber, hallo Captain Sven, der reale Zins aber ist der Zins, den ihr habt, wenn ihr die Inflation noch abzieht. Also nominale Zins, der auf dem Papier steht von der Bank, minus die Inflationsrate, die ihr bei der Europäischen Zentralbank oder Bundesbank nachschlagen könnt, ist der reale Zins, also der wirklich an euch gezahlt wird. Wenn ihr diesen Unterschied nicht kennt, unterliegt ihr einer Geldillusion. Also ihr habt die Illusion, dass ihr eigentlich einen Zins bekommt. Wenn ihr aber die Inflation rausrechnet, wird euer Geld überhaupt nicht, also vermehrt sich in keiner Weise. Es wird also kein positiver Zins ausgezahlt. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel einen nominalen Zins habt, ihr gebt der Bank euer Geld zum Beispiel und die verzinst es mit 3%. Machen wir mal ein drastisches Beispiel. Ihr bekommt also von der Bank 3%. Die Inflationsrate liegt aber bei 4%. Ist jetzt so ist die Realität meistens nicht, aber um mal den Zusammenhang zu verdeutlichen, ihr bekommt also 3%, die Inflationsrate liegt aber bei 4%, macht ihr also einen realen Zins von minus 1%. Schon was ganz anderes. Und das müsst ihr verstehen. Wenn wir uns das heute angucken, wenn wir zum Beispiel eine Verzinsung von 0,01% haben auf unseren Guthaben oder Tagesgeldkonten, was ein Witz ist, ist ja eigentlich kein Zins mehr, ne? Und haben eine Inflationsrate von minus 1,5%, ist unser realer Zins, also mit dem unser Geld wirklich verzinst wird, liegt bei minus 1,49. Das ist euer realer Zins. Und nur mit dem müsst ihr rechnen. Nur mit dem. Nicht mit dem nominalen Zins, den euch die Bank gibt, sondern den realen Zins. Also wenn ihr in Zinsen denkt, zieht immer die Inflationsrate für euch ab, dann habt ihr den wirklichen Zins. Das ist ganz wichtig, dass ihr diesen Zusammenhang versteht. Die Begrifflichkeiten sind immer so ein bisschen blöd, nominal und real, aber ich finde, Realzins gibt es eigentlich gut wieder. Das ist der Zins, der realistisch ist. So übersetze ich mir das immer. Der Realzins ist der, der uns interessiert und da ist immer die Inflation rausgerechnet. Bei allen euren Geldanlagen ist es wichtig, dass ihr die Inflation immer mit im Kopf habt. Immer. Auch wenn ihr eine Rendite habt, auch wenn ihr Vermögenswachstum mit euren Aktienwerten habt und ihr dann am Jahresende den Prozentwert euch herausrechnet, wie stark euer Vermögen gewachsen ist. Müsst ihr immer die Inflationsrate rausrechnen, dann kommt ihr tatsächlich zum realen Vermögensgeldwachstum. Okay? Immer die Inflation beachten. Der Zinseszinseffekt, was ist das denn nun? Der Zinseszinseffekt ist, könnte ich euch gleich wieder hier Daumen hoch, Daumen runter fragen. Der Zinseszinseffekt, den soll Albert Einstein mal bezeichnet haben als das achte Weltwunder. Ich habe das nachgeschlagen und es gibt keine Quelle, die aussagt, dass Albert Einstein das gesagt hat. Das ist auch so was Lustiges, was sich so auch in Finanzblogs oder in Finanzbüchern immer so fortsetzt. Es gibt keinen quantitativen oder qualitativen Beleg dafür, dass Albert Einstein das gesagt hat. Also von wegen achtes Weltwunder, das klingt super. Wahrscheinlich hat er dann irgendwann in meinem Zusammenhang gesagt, das ist das Beste, was er je gesehen hat. Aber für mich ist das ein Märchen. Nichtsdestotrotz ist der Zinseszinseffekt, hat er eine große Auswirkung auf unser Vermögen. Denn beim Zinseszinseffekt ist es im Grunde ganz einfach, aber den müsst ihr verstanden haben, dass der Zins, wenn ihr denn einen habt, oder auch Dividenden oder Aktienkursgewinne, das nehme ich jetzt alles mal mit rein, ne? Wenn die Jahr für Jahr immer wieder mit dem gleichen Prozentsatz quasi verzinst werden oder sich vermehren, ich sage es mal ganz allgemein, vermehren, dann vermehrt sich ja immer wieder auch der Teil des Zinses vom vergangenen Jahr da drauf, ne? Also der Zins, den wir bekommen haben, oder die Kurserhöhung, wird im nächsten Jahr ja mitverzinst.
und dann die im nächsten Jahr, die verzinst, der verzinste Zins wieder mit verzinst. Und der verzinste Zins wird wieder mit verzinst. Und dann geht das immer so hoch. Das heißt, die Zinsen verzinsen sich immer mit. Und dieser Effekt, Zinseszinseffekt, ne, der macht aus einem überschaubaren Vermögen, ich habe hier mal eine Rechnung von, sagen wir 25.000, wir legen 25.000 an. Diese Summe einmalig liegt 40 Jahre auf dem Konto in Aktien, sonst erreichen wir diese Zahlen nicht. Und es wird mit etwa 5,7% verzinst. Ich nenne es jetzt Rendite, das ist 5,7% Rendite, kein Zins, da sind Aktienkurse drin und Dividenden. Und wenn wir das die ganze Zeit liegen lassen und dieser Renditefaktor draufgerechnet wird, kommen wir bei einem Vermögen raus von etwa 220.000 Euro. Wir sind mit 25.000 Euro gestartet, 40 Jahre lang liegen lassen und dann kommen solche Kurven heraus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, genau. Na, guck mal hier, dann geht es exponentiell nach oben. Überdurchschnittlich nach oben. Der Turbo beim Zinseszinseffekt wird so angeschmissen, so etwa ab dem 22. Jahr. Was heißt das jetzt für euch? Das ist ganz entscheidend. Der Zinseszinseffekt hakt vor allen Dingen oder setzt vor allen Dingen bei langfristigen Investments an. Deshalb sagen wir ja auch immer, investiert so früh wie möglich und so lang wie möglich. Alles über 15, 20 Jahre, dann tritt der Zinseszinseffekt, also die quasi Verzinsung der früheren Zins- und Renditeraten am stärksten auf. Und dann geht es deutlich nach oben, ab dem Jahr 30, ne? Also wenn ihr Kinder habt oder wenn ihr selber noch sehr jung seid, wenn ihr mit 20 anfangt zu investieren, das können dann auch schon kleinere Beträge sein, regelmäßig investiert oder gleich eine größere Summe anspart und die an den Kapitalmärkten anlegt, zum Beispiel in ETFs, kommen nach 30, 40 Jahren echt hohe Beträge raus. Und das ist der Zinseszinseffekt, weil sich eben die Rendite immer wieder mit verrenditet, sozusagen. Müsst ihr wissen und im Kopf euch festlegen, ja, ich investiere wirklich langfristig und nehme mein Geld nicht immer wieder raus. Ne? Darum geht es. Wenn ihr nämlich immer wieder das Geld aus euren Geldanlagen rauszieht, dann nutzt ihr diesen Effekt nicht. Unbedingt nochmal nachlesen. Ihr könnt auch die Suchmaschine nochmal anschmeißen, Zinseseffekt euch anschauen, nochmal suchen, nochmal nachlesen, weil das ist wirklich wichtig, dass ihr das im Kopf habt. Okay? Zuckerpudel, ja, lustiger Name, das stimmt. Hey, jetzt soll ich ja zuhören und nicht hier Zuckerpudel lesen. Okay, also. Zinseszinseffekt verstehen. Jetzt wollte ich euch noch was zur Inflation sagen. Die Inflation ist im Grunde die negative Seite des Zinseszinseffektes. Ne? Wenn wir positiv unsere Zinsen verzinst bekommen oder Aktiengewinne einstecken können und Dividenden und Renditen, wirkt die Inflation, Preissteigerung, wir bekommen also weniger für unser Geld, im Grunde in die gleiche Richtung, nee, den gleichen Effekt, aber in die andere Richtung. Ne? Unser Geld wird durch die Inflation weniger wert, durch Zinsen und Dividenden wird es mehr wert. Ne? Aber es ist der gleiche Effekt. Die Inflation hat genau den gleichen exponentiellen Effekt wie steigende Renditen und hohe Dividenden und Kurse. Das muss euch auch bewusst sein. Wenn ihr nämlich eine Altersvorsorge habt, zum Beispiel eine Versicherung, und die sagt, ja, im Jahr, was weiß ich, 30 Jahre später kriegt ihr 300 Euro im Monat. Und das macht ihr im Jahr 2000 fest, kriegt ihr 300 Euro und dann im Jahr 2030 soll euch die ausbezahlt werden, diese 300 Euro pro Monat. Dazwischen liegen 30 Jahre mit Inflation. Das heißt, ihr kriegt in 30 Jahren nicht mehr 300 Euro pro Monat, sondern ihr kriegt in 30 Jahren, je nachdem wie die Inflationsrate ist, vielleicht nur noch 150 Euro oder vielleicht auch nur 120 Euro. Das ist auch so ein lustiger Trick bei den Versicherungsverträgen. Das, was ihr real bekommt, ist deutlich niedriger wegen der Inflation, wegen des Zinseszinseffektes im negativen Sinne. Könnt ihr euch ja nochmal eure Versicherungsverträge anschauen? Und da mal gegenrechnen. Okay. Inflation.
Inflation wird ja gemessen. Die Inflation heißt in Deutschland nur umgangssprachlich Inflation. Eigentlich ist das der harmonisierte Verbraucherpreisindex, den die europäischen Statistikämter berechnen. Wie machen sie das? Sie schauen sich Warenkörbe an unseres täglichen Bedarfs, lassen tatsächlich Menschen wie du und ich in die Warenhäuser gehen und monatlich aufschreiben nach ganz bestimmten Warenkorbzusammensetzungen, was der Staubsauger jetzt kostet, was die Tomaten jetzt kosten, was ein Ticket kostet, also ein Theaterticket kostet, was ein Fußballstadionbesuch kostet. Das wird alles monatlich erfasst. Ich habe selber mal so einen Inflationsmesser begleitet als Journalistin und dann wird das alles zusammen aggregiert, durch mathematische Verfahren durchgerechnet und dann kommt eben der harmonisierte Verbraucherpreisindex für die Eurozone zustande. Das nennen wir Inflation. Ganz, ganz kurz. Gibt es viele Kritikpunkte an dieser Art der Messung, weil in den Verbraucherpreisindex, in den HVPI, so heißt er offiziell, zum Beispiel Mietsteigerungen erst verzögert eingehen, Aktienpreise zum Beispiel gar nicht eingehen. Großer Kritikpunkt, weil wir hätten eine deutlich höhere Inflationsrate, wenn die Aktienpreise, also Vermögenswerte, mit eingehen würden in die Berechnung. Rohstoffe gehen auch nicht mit rein, nur über die Produkte, die wir dann kaufen, ne? Dann ist dann so der Umweg. Das ist die Inflation. So wird sie gemessen. Wie sie entsteht, würde ich euch gleich noch was dazu sagen. Mal ganz kurz, hier ist mal eine Frage. Kann man von durchschnittlich 2% Inflationsrate pro Jahr seine Rendite berechnen? Zuckerpudel. Also ich persönlich rechne zurzeit tatsächlich immer mit durchschnittlich 2% Inflationsrate pro Jahr, wenn ich Überschlagsrechnungen mache, ja. Denn wenn man sich die historischen Daten jetzt von den vergangenen 10 Jahren anschaut, liegen wir in etwa bei dieser Rate. Und so wie es zurzeit ja aussieht, wird sich an dem Zinsniveau nichts ändern und an der Inflationsrate vermutlich erstmal auch nicht. Würde ich so machen. Wir nähern uns ja da sowieso nur. Aral-Tankstelle hatte noch Teil 2, gebe ich mein Geld direkt aus, damit es nicht geklaut werden kann. Ich kann Ihnen diese Taktik nicht empfehlen. Was ist das denn hier? Okay, also was diese Aral-Tankstelle, Bemerkung sein soll, weiß ich nicht. Richtig, sein Geld einfach so rauszuhauen, ist Quatsch. Meinung zu Kernkraftwerken, was soll das denn jetzt? Wir sind hier beim Zinseszins und Inflation, da sage ich nicht meine Meinung zu Kernkraftwerken, Nikolas. Okay, wie Inflation entsteht, nur noch ein ganz kurzes Wort dazu. Im Grunde entsteht die Inflation, es gibt wirklich verschiedene Theorien, wie Inflation entsteht. Es gibt Quantitätstheorien, es gibt monetäre Theorien. Die will ich euch nicht alle herbeten. Letzten Endes ist es so, dass im Grunde zu viel Geld auf zu wenig Waren trifft. Ganz platt gesprochen, ne? Also, wenn da 5 Äpfel liegen und es ist sehr viel Geld da, dann würden wir vielleicht, wenn 10 Leute da sind und es ist total viel Geld da, dann würden wir uns ständig überbieten, um diese 5 Äpfel zu kaufen. Ich will 4 haben, ihr wollt die anderen haben, also und der Händler, an wen verkauft er? Natürlich an den Meistbietenden. Und das ist dann der mit dem meisten Geld. Und wenn genug Geld da ist, haben wir natürlich alle genug Kohle, um mitzubieten. Ganz einfach gesprochen. Also wird der Händler natürlich den Apfel zu dem Meistbietenden verkaufen. Also steigt der Preis für den Apfel. Also haben wir Inflation. Muss jeder andere dann wahrscheinlich auch einen deutlich höheren Preis für den Apfel bezahlen, denn der Händler hat ja gesehen, ja, es ist genug Geld da, meine Preise kann ich durchsetzen. Also wunderbar. Ich verlange jetzt mehr für den Apfel, heißt für alle anderen. Sie können nicht mehr so viel kaufen, weil sie müssen diesen Apfel teurer bezahlen, können dann eben nur noch weniger Brot kaufen. Das ist im Grunde, wie Inflation entsteht. Okay? So, das von meiner Seite. Was es auch noch gibt, eure persönliche Inflation. Wenn ihr eure persönliche Inflation mal berechnen wollt, das ist auch ganz spannend. Ist es eigentlich wichtig, dass ihr über Jahre hinweg zum Beispiel Belege von euren liebsten Ausgaben
hebt. Also, was kostet Obst vor 10 Jahren? Was kostet es heute? Was kostete, was weiß ich, bestimmte Klamotten, bestimmte Essen, meine Miete vor 10 Jahren? Was kostet es heute? Das ist ein längerer Prozess, den man durchdeklinieren kann. Und daran könnt ihr sehen, wie eure persönliche Inflationsrate ist, denn die ist so, orientiert sich an den Waren, die ihr ausgebt. Und ihr gebt andere für andere Sachen aus, als ich mein Geld ausgebe. Ne? Also ist hier, also haben wir unterschiedliche Inflationsraten. Jemand, der ganz viel Geld für elektronische Geräte ausgibt, der hat eine niedrige persönliche Inflationsrate, weil da die Preise ziemlich sinken. Wer aber gern, ja, was ist denn so gestiegen? Energie ist gestiegen, bestimmte Lebensmittel sind auch gestiegen. Ne? Und wenn ihr oder ne, Theater geht, Konzerte, ja, Restaurant, wer gerne viel ins Restaurant geht, ne, der hat eine super hohe Inflationsrate, persönliche, weil dort die Preise ordentlich angezogen haben. Okay, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total verwirrt. Also Aral-Tankstelle, du hast ja very strange Meinungen hier zu bestimmten Sachen. Seltsame Einwürfe. Okay, Nikolas, heutzutage geht es der Wirtschaft nur um Profit, weswegen der Kapitalismus herrscht in jenen Gebieten der Wirtschaft. In der Tat, ich weiß nicht, ein bisschen seltsames Deutsch, aber es ist klar, dass es der Wirtschaft um Profit geht, denn Wirtschaft muss Gewinne machen, um sich weiterzuentwickeln, um die eigene Firma am Laufen zu halten. Wie hoch die Profite sind, darüber könnte man diskutieren und finde ich auch, sollten wir diskutieren, aber dass Unternehmen Gewinne machen, ist profan, das muss so sein. Wie sie verteilt werden und ob sie in der Höhe gemacht werden müssen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Okay, was haben wir noch? Das können wir sagen. Von der persönlichen Inflation habe ich noch nie was gehört. Super spannend. Ja, Zuckerpudel, das ist, ja, darüber wird ja auch nicht geredet, auch nicht in den Medien. Die persönliche Inflationsrate ist aber, denke ich, verständlich, ne? Weil dein Warenkorb ist ja ein anderer als meiner, weil du für andere Dinge dein Geld ausgibst als meiner. Und so wie die statistischen Bundesämter die Warenkörbe eines, ich sag mal, Volkes zusammenstellen, so sieht dein Warenkorb eben so aus, wie du konsumierst und nicht wie der Durchschnittsmensch konsumiert. Weil keiner von uns kauft sich jeden Monat einen Staubsauger, ne? Brauchen wir nicht. Und die persönliche Inflationsrate kann deutlich über der harmonisierten Inflationsrate der Eurozone liegen, aber auch darunter. Es kommt ganz darauf an, was du konsumierst. Und wenn wir das wissen mit der persönlichen Inflationsrate, dann können wir nämlich auch gucken, wenn unser Geld, na, wenn wir gerade nicht viel Geld haben, dann können wir das auch anpassen, ne, indem wir Waren kaufen, die im Preis eben nicht so stark gestiegen sind. Für den täglichen Bedarf. Wir können natürlich nicht ständig elektronische Sachen kaufen, ne? Ist Quatsch. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Okay? So, was gibt's ja noch? Danke, Geldfrau. Ja, bitte. Super erklärt. Ich danke euch. Wunderbar. Wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, dann schreibt sie mir gerne. Ich hoffe, ich habe euch nicht verwirrt, aber ich merke, es ist schon ganz gut angekommen. Und wichtig ist, dass ihr diese Sachen versteht, denn das ist wirklich Basis-Finanzwissen, was euch vor vielen Fallen bewahrt. Ne? Und quasi die Basis ist für euren Vermögensaufbau langfristig, langfristig, stetig, Geld ansparen und nicht wieder rausziehen. Ne? Vermögensaufbau, Zinseszinseffekt. Okay, dann. Das freut mich an das Janet, dass es aufschlussreich war. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt. Ich habe schon wieder überzogen. Macht irgendwie richtig Spaß hier mit euch. Und auch ich finde auch die Themen immer wieder gut. Aber ich rede ja auch gern über Wirtschaft und Finanzen. Und ich finde auch, das macht Spaß. Macht ruhig den Daumen hoch, wenn Finanzen Spaß machen. Ich finde, es macht Spaß. Ich hatte heute ein Interview mit Radio Bremen. Da bin ich auch gefragt worden. Ja, Finanzen, das ist doch irgendwie so schwer. Und da kommt man doch so schwer rein. Und wie kann man denn da Spaß entwickeln? Und da war so mein Tenor, ja, also wenn du einmal anfängst mit Finanzen und mit dem Wissen und dem Üben, dann
kommt der Spaß irgendwie von alleine, habe ich das, also ist es zumindest meine Auffassung. Und das ist so wie der Appetit kommt beim Essen. Den Spruch kennt ihr ja auch, ne? Und ich finde, bei Finanzen ist das auch so. Wenn man einmal so eine Hürde übersprungen hat und gemerkt hat, hey, das betrifft mein Leben und ja, das hat was mit mir zu tun und das ist ein interessanter Punkt und da ist noch was Interessantes. Und dann geht das ja so weiter. Und ich finde, der Spaß kommt mit der Zeit, je mehr man sich damit auseinandersetzt. Und danke für eure vielen Herzchen. Ich nehme das mal als Zustimmung. Okay, also was habe ich morgen für euch? Morgen möchte ich mit euch darüber reden, wie denn Banken ihr Geld verdienen. Darüber reden wir tatsächlich viel zu wenig in dieser Gesellschaft, wie Banken ihr Geld verdienen und warum sie heute teilweise auch so große Probleme haben. Und das liegt nicht unbedingt daran am niedrigen Zinsniveau. Okay, also ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich danke euch für eure vielen Herzen. Das freut mich und ich sage ciao, ciao. Bis morgen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Macht euch einen schönen Abend.